Ernsthaft jetzt. Dann noch lieber sowas. Wenn ich schon einen Copyright-Claim hier kriege, dann bitte von den richtigen Sachen. Jeha! Boah, das war voll Spaß zu der Musik. Also eins muss ich Watch Dogs auch immer lassen. Die Soundtracks waren auch immer geil, auch im anderen Teil schon. Ach, Mist. Invasionsevent. Versuchen wir das mal so. Schauen wir mal unter die Haube. Er das? Ich bleib einfach mal im Auto sitzen, mal gucken, was passiert. Okay, er scheint uns zu suchen. Aber ich glaube, offensichtlich ist die beste Lösung gerade. Oh, diese Musik fuckt mich gerade ab, ey. Ich glaube, da rechnet keiner mit sowas Offensichtlichem. Ich glaube, er ist weg. Nee, da läuft er. Irgendwie leid, ich kenne das Prinzip. Du denkst immer so, wo soll der sein? Wo soll der sein? Wo? Was habe ich nicht gesehen? So, und jetzt in 5% ist es vorbei. Und dann sieht er, dass ich hier sitze. Es ist bestimmt voll assi. Mich haltet ihr nicht auf. Getrollt. Sorry. Ach, so ging das aus. Okay. Ja. Oh, Bronze 1. Wow. Ich bin so begeistert. Dex Bobo sucht Gelder für Fashion-Unternehmen. 2 Millionen Einkommen. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dakes, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht. Okay. Ich habe aus Versehen den Dialog wieder abgebrochen, Entschuldigung. Okay, er will das Gesicht sehen. Der Wagen gefällt mir, der fährt gut. Aber ich glaube, ich werde mir irgendwann mal so einen Dropcar bestellen. Habe ich schon wieder genug Forschungspunkte? Na komm, ich lasse die Karre mal stehen und guck mal. Ja, schön. Was war hier nochmal? Für zwei Handwaffen, ne? Hier war noch Polizei rufen, glaube ich, ganz interessant. Automatisch die Profile von Leuten mit dicken Band konnten in der Nähe.
Ja, das wollte ich eigentlich auch mal genommen haben. Ich glaube, das nehme ich jetzt auch mal eben. Einfach so, um sicher zu gehen. Das mit der Polizei, Verdächtiger gefunden, wäre auch ganz lustig. Sicherheitssystemabschaltung. Senkt Botnet-Ressourcenkosten. Okay, das wäre praktisch, aber das kriegen wir, das kriege ich erst zu spät. Das ist... Verkehrskontrollen-Exploit. Massiver Systemabsturz. Ja, es ist das Blackout quasi. Nee, das ist das Blackout. Also das ist einfach nur eine erweiterte Form davon. Tja, gute Frage. Was nehme ich jetzt? Der Boost wäre natürlich lustig. Was gibt's hier noch? Verbesserte Sprunghöhe. Erhöhte Geschwindigkeit. Ja, okay, das wäre auch praktisch. Und ich nutze die Sachen ja gerne eigentlich. Was haben wir hier noch? Verringertes Schwanken des Zielfernrohrs, erhöht Schaden durch Scharfschützengewehre, erhöht Schaden durch Schrotflinten bei Fahrzeugen und gepanzerten Zielen, Stabilität von Zweihandwaffen. Verringert Anzahl Verringert die Anzahl von Elektroschockwaffenladungen, die nötig sind, um Gepanzerte zu betäuben. Ah, okay. Verbessert die Feuergeschwindigkeit einer Pistole, bis sie so schnell schießt, wie du den Abzug drücken kannst. Okay, das wäre praktisch. Aber eigentlich will ich ja nicht töten, das ist ja... So, Sprengsätze und Elektroschockgeräte haben einen größeren Wirkungsbereich. Es ist alles irgendwie nicht jetzt so begeisternd, ehrlich gesagt. Und 9 Punkte. Immer diese Entscheidungen. Okay, was kriegen wir denn hier? Zwinge Chopper mit zum Rückzug. Das wäre praktisch. Overdrive, ja, ist ganz interessant. Vor allem, wenn man mal irgendwie eine Verfolgung oder so hat. Zu Fuß bist, kannst du Chaos anrichten. Naja, wenn alle Fahrzeuge dann ineinander krachen. Fahrzeug-Hacks. Verringert Botnet-Ressourcen. Okay. Polizei nach Verdächtigem ahnden lassen. Trommel hochrangige Mitglieder einer Gang zusammen. Trommel die stärksten Mitglieder einer Gang zusammen. Und hier ist es dann wahrscheinlich das gleiche mit gefährlicher Krimineller. Ja. Aber 8 Botnet-Ressourcen. Alter Finne. Krass. Das ist ganz schön teuer. Also ich glaube, das wird sich eher lohnen, wenn man das später macht. Zur Not kann man ja die Botnet-Dinger wieder erweitern. Abklingzeit für Sprengsätze und Schockgeräte. 5 Schockgeräte gleichzeitig mitzuführen und zu platzieren. Sprengsätze und Schockgeräte haben größeren Wirkungsbereich. Ermöglicht 5 Sprengsätze zu führen. Okay. Ja gut, dafür müsste ich die Bastelei überhaupt mal benutzen. Die Botnets, wie gesagt, die lohnen sich immer. Ballern ist ja jetzt nicht so meins. Elektroschockwaffenladungen. Ja, geht. Ich glaube, ich nehme generell erstmal Botnets. Oder? Weil sonst... Obwohl die Jumper-Sachen sind auch praktisch. Aber ich habe nur 5 Punkte und die wollte ich jetzt auch nicht irgendwie falsch setzen. Wie viel brauche ich dafür? 4. Hat aber 2 Botnet mehr. Ich glaube, ich nehme die... Ja. Oh Mann, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist doch... Nehme ich die Jumper-Fähigkeiten? Abklingzeit des Jumpers und Quadrocopter. Sodass sie... Oh, Schockgeräte abwerfen, schick. Ich glaube, ich mache mal hier kurz einen Cut, weil ich einerseits mal kurz aufs Klo gehen will und andererseits, weil ich mich gerade echt nicht entscheiden kann. Ich präsentiere euch dann gleich, wofür ich mich entschieden habe. Ich sag mal, bis gleich nach dem Cut. Okay, da bin ich wieder. Also ich habe mir jetzt
alles nochmal in Ruhe angeguckt und ich kann mich ehrlich gesagt immer noch nicht entscheiden. Deswegen werde ich das nehmen, was ich glaube ich am meisten nehme, und zwar die Fernsteuerungssachen hier. Mit dem Reizen, damit wir hier dann die Jumperhöhe und Geschwindigkeit kriegen und auch hier die Sachen. Weil ich glaube, das macht am meisten einfach Sinn. Weil sonst, was wir sonst im Angebot hätten, hier mit Schießerei, ich schieße nicht viel. Das macht keinen Sinn. Botnets machen immer Sinn, das kann man natürlich auch. Die Basteleien habe ich noch nie so viel benutzt. Also das macht einfach keinen Sinn. Und außerdem müssen wir für die Updates erst, also muss ich für die Updates erstmal die Kerndaten da finden. Ne? Damit es überhaupt funktioniert. Hier die Sachen. Das ist halt so Chaos-Faktor, aber den braucht man nicht unbedingt, finde ich. Deswegen, ich würde erstmal sagen, hier. Wobei das Auto-Ding könnten wir eigentlich. Wobei. Nee, komm, ich nehme die Jumper-Sachen. Ich nehme die Jumper-Sachen, dann hat man das schon mal fertig. Dann können wir die Leute so ein bisschen von ihrem Posten weglocken. Und wenn wir dann die anderen Kerndaten haben, dann können wir da ein bisschen mehr machen. Ich glaube, das ist ganz okay so. So, neue Mission. Ein hoher Preis. Okay, stehen wir eigentlich direkt davor. Ist ja gut. Achso, diese Driver-Sachen. Ja, nee. Dann wollen wir uns das Gesicht von dem Herrn mal angucken. Oh, ein Medienstream. Eine Hackergruppe aus San Francisco hat die Glaubensgeheimnisse von New Dawn enthüllt. DedSec zeigte Material des New Dawn-Tempels und wies nach, dass die sogenannten antiken Artefakte einfach nur Fälschungen von angeblichen alten Schrifttafeln sind. Mitgliedern der Hackergruppe gelang es, das bewachte Gelände zu infiltrieren und offenzulegen, mit welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert. Darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Natürlich nicht. So, dann wollen wir uns das... Ja. Yeah, doppelt hält besser. Okay, dann wollen wir uns das mal angucken. Achso, wir müssen direkt drauf zugreifen. Okay, dann so. Also die Kästen auch immer schön im Freien hängen, wa? Ist ja sowas von praktisch für uns Hacker. Fremdzugriff entdeckt. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Alter, wie viel Kohle der hat. Ist das 1,7 Milliarden? Zugriff, Virus, Laptop hochhacken. Virus hochladen. Dann nehmen wir den Hauptcomputer. Können wir noch was nehmen? Alles wird gehackt. Hallo? Skid! Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch! Hier ist Bobo Dex! Ach du Scheiße! Ich bin ein Riesenfan, nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch! Yep! Kann ich mal reinhören? Born and raised! Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitte schon, eine Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach! Ah, da. Die Kontonummer? Nein. Yep. Aha. Wie billig. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Und auflegen. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dex. Nein.
Nein. Nein. Oh doch, Baby. Wow, was zum Teufel? Nein, was? Komm schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Komm schon. Ich gehöre zu den Guten. Das ist doch nur ein Geschäft, Mann. Ich habe Aktionäre, verdammt. Der zeigt überall.